Servus Pyrrhus, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute für euch ein Good Old Klassiker, Leuchtspektakel von Weco. Allerdings mittlerweile 1 Euro teurer bei Lidl geworden, jetzt 4,99 €. Und wir schauen uns heute mal an, ob sich dieses Set für 4,99 € immer noch lohnt. Es ist eine bunte Sortierung drin, insgesamt 9-teilig. Höllenzauber, Feuerbatterie, Chrysanthemenfontäne, Chico Chico, Quattro, Luftikusfontäne, zwei Vulkane und ein Röli. Gesamt NEM liegt bei diesem Set bei 226 Gramm. Und ich muss ja sagen, ich bin ein absoluter Leuchtfeuerwerksliebhaber. Entsprechend freue ich mich, das jetzt endlich mal wieder in Händen halten zu können nach 2 Jahren Verkaufsverbot. Und bin gespannt, ob es sich für 1 Euro teurer noch lohnt. Ich werde auf jeden Fall ein Fazit zu bringen. Weco Leuchtspektakel. Schauen wir mal, ob es sich für 1 Euro mehr noch lohnt. Wir starten mit der Luftikusfontäne. Ja, relativ lange Brenndauer. Weiter geht's mit den beiden Überraschungsvulkanen. War ganz okay, den zweiten hinterher. War jetzt nicht so der Burner, muss ich sagen. Weiter geht's mit der Quattro-Fontäne. Tatsächlich sehr, sehr schön, finde ich. Von den Farben her wirklich geil. Weiter geht's mit der Höllenzauber. Sehr, sehr schön. Die ist Hammer. Als nächstes ein römisches Licht. Thank you.
Das war's dann auch schon mit dem römischen Licht. So, wir haben noch drei Artikel enthalten. Noch einmal eine Feuerbatterie. War ganz nett als vorletztes die Chrysanthemenfontäne. Oh, die ist sehr schön. Und als letztes die Chico Chico. Ja, also ich sag mal so, für 1 Euro teurer, für mittlerweile jetzt 4,99 für das Leuchtspektakel. Es lohnt sich schon noch, allerdings sind die 4,99 Euro, finde ich, jetzt dann doch schon an der Schmerzensgrenze. Also mehr würde ich dafür auch nicht mehr zahlen. Insgesamt ist es aber auf jeden Fall für den Silvesterabend ein schönes Sortiment mit einigen schönen Artikeln drin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, macht's gut, Pyrus.